Sie erinnern sich vielleicht an unsere Montagssendung, wo wir gesprochen haben über das Nagelsmann-Outfit. Und Marcel Reif war natürlich im Thema, weil er Ähnliches, wie er zugab, unter Schmerzen auch im Schrank hat. So war Nagelsmann unterwegs. Wir haben es mal Holzfällerhemd getauft. Herr Reif, Sie jetzt heute wie besprochen im Studio. Erklären Sie uns den Unterschied zwischen Ihrer Variante und der hier zu bestaunenden Nagelsmann-Variante. Outdoor und Indoor. Da. Wir sind ja hier Indoor, wenn ich nicht irre. Korrekt, auch wenn es so manchmal kalt ist hier. Eben. Und Outdoor ist das dicker. Das kann man auch im Schrank haben. Habe ich so ähnlich auch. Also wenn es mal kälter wird, kann ich Ihnen das auch vorführen. Und ist welche Erkenntnis ziehen wir aus? Ich weiß nicht. Nicht, weiß das ist gut. Aber gut, wir wollen nicht alles überfrachten. Ja, nein, da sind wir schon zwei. Also einfach mal man kann das tragen, finde ich. Absolut. Das hat mich auch nicht fürchterlich entsetzt. Da gab es wichtigere Themen, Defensive zum Beispiel. Also, wenn muss er das so tragen? Ich hätte mir das Thema erspart. Aber solange die Ergebnisse stimmen, kann er im Tüllröckchen antanzen.